Es ist wieder Flohmarkt-Pickup-Zeit. Ja, ich und mein Bruder waren heute auf einem Flohmarkt. Die Zeiten düstern sich. Also wir waren früh da sozusagen. Okay, wir gehen nicht so um 4 Uhr oder 5 Uhr. Wir waren gegen 7 Uhr da. Da ist die Sonne gerade eine Viertelstunde aufgegangen und stöberten über einen Flohmarkt und haben nicht viel Erwartung gehabt. Aber wir haben ein paar schöne Sachen gefunden. Was seht ihr gleich? Bevor ich zum ersten Stück komme, was ihr hier schon seht, weil ich gar keinen Platz hier hatte, so viele Kleinigkeiten habe ich hier hingelegt, dass das nicht mehr dahin passte. Jedenfalls waren wir heute auf einem Flohmarkt, der von einem ganz normalen Flohmarktanbieter sozusagen gemacht oder veranstaltet wird, der regelmäßig oder jedes Wochenende seine 3-4 Flohmärkte irgendwo hat in ganz Norddeutschland. Jedenfalls waren wir bei einem Möbelhaus. Wo der Flohmarkt stattgefunden hat, bei mir gar nicht so weit weg, knapp 10 Kilometer oder so. Also na, 20 sind das fast. 10 Kilometer Autobahn, 15 Kilometer. Nehmen wir an, das ist nicht ganz so weit eben halt. Ja, wir fahren eine Viertelstunde hin, das ist völlig in Ordnung. Und ja, normalerweise ist das Flohmarkt, wie gesagt, der ist noch nicht hundertprozentig einschätzbar, dieser Flohmarkt, muss ich auch jetzt ehrlich sagen. Denn vor dem Veranstalter, der jetzt dort veranstaltet, war das ein Sportverein und der hat keine gewerblichen Händler zugelassen und auch keine Bazarverkäufer, nenne ich sie mal, denn die nehmen durch mit dem anderen Händler sozusagen zu. Dennoch war echt ein großer Misch an Bazar-Händler, hier Entrümplern und auch an privaten Leuten. Das war echt voll geworden. Wir waren schon sehr erstaunt, dass überhaupt die Reihen voller waren, obwohl es jetzt ja die Jahreszeit zum Ende geht. Und wir dachten, na, wie kann das angehen? Also normalerweise war es immer weniger. Selbst der vor, was weiß ich, 2 Monaten war der, glaube ich, auch da oder 2,5 Monaten. Da war nur die Hälfte. Na gut, es war Sommerzeit, da ist sowieso ein bisschen weniger, aber der war richtig voll. Und auch als wir dann nach, wie lange waren wir da? 3 Stunden? Ja, wir waren so knapp 3 Stunden da, so von 7 bis 11, ja, das sind sogar 4 Stunden, also fast 4 Stunden waren wir da und nicht ganz, wir waren vor 11 wieder auf dem Rückweg. Da war ran voll, die ganzen Straßen waren voll, überall parkten Autos, wir kamen kaum raus, das war echt anstrengend fast. Wir haben eine Viertelstunde fast noch wieder rausgebraucht, weil man überall zugefahren parkt wurde und die Autos nicht mehr vorbeikamen. Also es war wahnsinnig voll und wir sind echt gut stöbern gegangen. Am Anfang ging es ein bisschen schleppend, aber zum Ende hin haben wir echt einige tolle Sachen gefunden und die zeige ich euch jetzt. Und den Anfang macht einfach dieses Brettspiel, was ich jetzt hier liegen habe. Es gibt noch eine Kleinigkeit, die leider das so ein Wermutstropfen momentan noch hat. Und zwar geht es um das Brettspiel, das ist aus den Ende der 70er Jahre erschienen, um Öl für uns alle. Hat Monopoly mit Bohrtürmen, kann man sagen. Man muss sozusagen Öl bohren, nach Öl bohren und man muss dann dementsprechend ein bisschen verkaufen. Und das ist so ein bisschen Monopoly-Style. Ein Brettspiel, wo wir, ja, was ja auch im Rahmen von Dallas und Denver Clan kam, weil da ging es ja auch um Öl und das war ja gefragt um diese Zeit einfach in Deutschland. Und das Verrückte ist, das Spiel kam raus, als gerade in Deutschland wirklich eine Ölkrise herrschte, was kaum vorstellbar. Ich meine, wir wissen jetzt selbst, wie teuer Benzin an den Tankstellen ist, aber da in den 70er Jahren war es ähnlich teuer, kurze Zeit, und teilweise hatten Tankstellen gar kein Benzin, weil so eine, die Ölkrise war. Schlagt nach bei Wikipedia, dann wisst ihr, was ich meine. Und dann kam so ein Spiel raus, wo eine Ölkrise ist. Naja, jedenfalls, das Spiel ist fast vollständig. Das Problem war, die Verkäuferin es gibt so kleine Plättchen und Stifte, die man braucht zum Spielen. Die hat sie zur Seite gelegt und konnte sie nicht finden. So, und sie wollte uns das dann zusammen alles zuschicken. Und dann haben wir dann gesagt, okay, komm, das ist auch zu mühselig. Gerade es kann kaputt gehen, vielleicht ist nicht. Und wir sind das Risiko eingegangen, haben 5 Euro dafür bezahlt. Ist von Ravensburger damals rausgebracht. Hier haben wir so das Brettspiel. Und dann musste man hier irgendwie Bewertung machen. Und da mussten eben halt die Karten rein. Es ist noch nicht sortiert. Hier unten fliegen die Karten nur wild durcheinander und das Geld. Ihr könnt hier sehen, und dann gibt es hier diese Art Plättchen, genau. Kann man kaum sehen in meinen Fingern, so da. Und
Die wurden dann hier reingesteckt und davon hatte sie eine ganze Menge, aber die hat sie separat gelegt und die hat sie in dem Moment nicht gefunden. Und sie wollte uns dann nochmal kontaktieren und wir haben aber trotzdem gesagt, komm, wir nehmen es mit. Na, wir finden, das findet man auch nicht alle Tage und sie hat unsere Adresse und Telefonnummer und wir werden da auch nochmal nachbohren, ob sie das gefunden hat. Sie hatte es mal, meinte in ihrem Auto irgendwie, aber konnte das einfach nicht finden. Irgendwo war eine Tüte. Egal. Für 5 Euro gab es das Brettspiel und das blieb auch nicht, war auch nicht das einzige Brettspiel, was wir da gefunden haben. Brettspiele, sonst gab es ein paar Klassiker. Wir hatten ein paar ungewöhnliche gefunden. Die waren so zwischen 10 und 15 Euro, aber die haben wir jetzt nicht mitgenommen. Mitgenommen haben wir aber ein Kartenspiel. Eigentlich ergab sich das so. Mein Bruder hat, glaube ich, 4 oder 5 Euro auch komplett bezahlt und das, 2 davon sind noch sealed. Wir haben mal ein Kartenspiel davon gefunden. Das war... es ist ein Karten-Würf plus Würfelspiel gewesen. Das ist eine Version. Es gibt auch eine Version rein mit Karten. Das ist jetzt die reine Kartenversion. Und wir haben allein schon das Basisspiel. Kommt in einer Special Edition. Die ist richtig cool. Die Karten sind momentan nicht drin. Mein Bruder zählt sie gerade in dem Moment, wo ich jetzt aufnehme. Und es handelt sich um das Spiel Bang. Ja, ich bin nicht klein geworden. Das ist eine Patrone. Ist, ne, so eine richtig coole Box. Die ist jetzt wie gesagt leer, die Karten, mein Bruder zählt sie gerade nach, die waren lose da drin. Plus einem Sheriffstern, wo leider ein Zacken abgebrochen war. Hier könnt ihr sehen, da kommen die Karten rein. Die werden dann in eine Tüte gepackt. Wir lassen uns da was einfallen, dass das jetzt nicht so sehr rumschwirrt. Naja, da war das Basisspiel drin. Ja, mein Bruder wollte das unbedingt, oder hatte sich dafür interessiert, aber wusste nicht, nimmt das mit. Und dann sagte sie, komm mit den Add-ons. Und die Add-ons sind zielt. Das Basisspiel kostet ungefähr 30 Euro neu, gerade wenn man so bei Amazon guckt. Und die Add-ons kosten 18 Euro das Stück. So, und 2 Add-ons sind dabei und zusammen nicht mal vielleicht 4 oder 5 Euro, was man wohl bezahlt hat. Das ist echt klasse. Und das waren hier die Add-ons. Einmal von Bang Gold Rush und Dodge City. Ich weiß nicht, ob es noch eine Erweiterung gibt, aber ihr seht, zielt. Und da kann man echt nichts gegen sagen. Also der Preis ist super und... Das ist einfach nur geil aus. Ich weiß zwar nicht, wohin damit, aber ich meine, es wird gespielt. Mein Bruder hat den nächsten Spieleabend, dann nimmt er es mit. Bei dem Spieleabend, bei dem Kumpel von ihm, der das veranstaltet, da hat er auch das Spiel, den Vorgänger oder die andere Version mit den Würfeln bereits gespielt. Und aufgrund dessen hat er sich überhaupt für das Spiel interessiert. Ja, so kommt das eben halt alles. Ja, auf jeden Fall ist es recht lustig und so weiter, was wir da gefunden haben. Wie gesagt, was ich euch jetzt alles zeige, das wird schon ein bisschen durcheinander gleich alles kommen, weil ich habe es jetzt nach Kategorien ein bisschen sortiert. Ja. Aber auf jeden Fall schon lustig und das sieht einfach nur cool aus. Also ja, ja, ich hatte erst gedacht, das so hinzustellen, aber es sieht dann aus wie ein Phallus und das war mir dann zu doof. Ist schon lustig, also das irgendwo so zu haben. Ja, dann geht es mal weiter mit einer anderen Händlerin. Nee, das war gar nicht. Doch, es war die Händlerin, die auch das hatte, hatte eine Grabbelkiste unten. Und da habe ich jetzt, das habe ich jetzt hier in der Tüte drin. Muss ich da gleich wieder reintun, weil es so klein ist und man kann es kaum sehen. Aber ich werde euch dann auch gleich, dann, nachdem ich davon geredet habe, ein Foto einblenden. So, ihr hört das Klabbern hier. Und zwar war ihr Mann wohl, sagte sie, Sammler von den Panzerknackern von Disney. Und ich gucke ja gerade für meine Schwester gerne nach Disney-Stuff. Und ja, da waren eine Menge Panzerknacker bei. Das Erste, was mir auch auffiel, waren die Panzerknacker-Ü-Ei-Figuren. Die sind auch mehrfach dabei. Ich habe dann insgesamt 4 Euro bezahlt. Wie gesagt, ich mache noch eine Nahaufnahme davon, dass ich euch das zeigen kann. Alles zusammen. Also hier sind mit Taschenlampe habe ich hier 3-mal... Dann habe ich 2-mal den Panzerknacker mit Handschellen. Nee, mit dem Schlüssel dabei. Es sind Ü-Eier-Figuren. Dann haben wir so einen kleinen Panzerknacker-Pin. Was mit dem Comic-Bild. Nichts mehr drin. Gut. Und 2 Panzerknacker-Kerzen. Die eine ist ein bisschen angegriffen. Nicht mehr ganz so top, aber auch irgendwo lustig. Ja. Irgendwo
ganz lustig. Und was, woher ich nicht weiß, woher die herkommen, so Mini-Panzerknacker, also wirklich so ganz kleine Viecher. Deswegen muss ich euch das dann auch in einem Foto zeigen. Da waren 4 Stück dabei und ich habe da jetzt 4 € bezahlt. Irgendwie hatte mich das dann gereizt, das alles mitzunehmen. Habe ich alles, was mit Panzerknacker war, mitgenommen. Hat man nicht alle Tage und ja, die Ü-Eier doppelt und dreifach, ja, ist halt so. Genau, aber es war nicht der einzige Kleinkram, den ich jetzt so mitgenommen habe. Ich gucke ja immer noch so nach Pins oder besonderen Gläsern, da habe ich jetzt nichts gefunden. Oder Bechern, was ich ja auch schon gefunden habe in der Vergangenheit. Aber da war eine, die hatte viel Kleinkram noch liegen. Und das erste, was ich gesehen habe, war, ich zeige es euch hier, Pokémon. Das ist jetzt, ist leider auch leicht offen, Pokémon Sticker. Ich bin jetzt kein Pokémon-Fan, aber das sieht man nicht alle Tage. Ich weiß auch nicht, ob die es richtig kleben. Die kleben irgendwie auf dieser Folie hinten drauf. Ja, Pocket Monsters, ich fand es ganz witzig. Eben, ja, werde ich dann auch in der Aufnahme euch gleich nochmal zeigen. Das Ganze, ja, und ich fand es irgendwie witzig und dann habe ich es auch mitgenommen. Und ich habe mit zig viel Kleinigkeiten und ich habe dafür die Kleinigkeiten, das sind so McDonald's-Kleinigkeiten gewesen und ein paar andere Schlüsselanhänger habe ich noch von Disney jetzt hier gleich, habe ich zusammen, was war das, 8 € bezahlt. War mir es in dem Moment wert, weil man sieht die Sachen auch nicht alle Tage. Vor allen Dingen, ihr seht auch gleich, was noch dabei ist. Und zwar habe ich, naja, was heißt, was, das ist eigentlich auch so Merchandise, gerade wenn man Fans ist von Just Dance, das ist von McDonald's gewesen, aber hat man auch nicht alle Tage, es sealed. Dann, ich bin jetzt kein Pokémon-Sammler, aber die hatte dann noch liegen, auch noch sealed, diese Pokémon-Tüte von letzten Jahr, 22, sind ja auch schon etwas teurer gehandelt. Dann hier zwei mit Pokémon-Karten, einmal einer mit so einer Karte. Und einerseits ohne, aber da sind diese Karten drin, das ist beides dasselbe, aber so Hochglanzsticker, ob die was wert sind, ich weiß es nicht, aber ich dachte, komm, für den Preis im Bundle habe ich das dann alles mitgenommen. Wie gesagt, ich mache von dem Ganzen dann auch nochmal eine Nahaufnahme gleich, wenn wir durch sind, das Ganze, und weil man kann es ja nicht ganz sehen. Und dann lagen da noch Schlüsselanhänger, wie gesagt, und dann habe ich da 5 Schlüsselanhänger. Eben halt gehabt, hier so Baby Mini mit Pluto Junior, ein Mini Maus, ein Pluto, Mini Maus nochmal und ein Mickey Pin. Ich bin, wie gesagt, ihr seht das auf dem Foto, was an schönen kleinen Pins ist. Da habe ich an meine Schwester gedacht, die ja Disney sammelt. Schöne Grüße an dieser Stelle an dich, Beck. Ja, und dann noch etwas, wo ich nicht weiß, woher das stammt, aber ich fand es auch witzig und dann habe ich es im Bundle mitgenommen. Ich muss euch das im Foto zeigen, weil es ist so klein. So eine kleine Mario-Blume. Wo auch immer die herkommt, die ist ein bisschen stabiler. Auf jeden Fall witzig und wie gesagt, ich habe da 8 € bezahlt. Und das war mir dann wert, weil wenn man im Endeffekt 50 Cent pro Stück nimmt oder so oder 1 € dann teilweise, was sie für die Schlüsselanhänger haben wollte, ist das alles ein fairer Kurs. Ja. Auch nochmal für 50 Cent mitgenommen habe ich. Ja, was sind das? Einladungskarten von Batman. Ich fand's witzig, es zielt 50 Cent. Ich sag, ihr wisst ja, wenn ich Sachen witzig finde, dann nehme ich sowas mit. Ich habe keine Ahnung, von welchem Jahr das ist. Hier steht leider nicht wirklich das Datum. Ich sehe Copyrights und alles, aber hier ist auch nicht deutsch. Das heißt, hier ist Amerika, ist USA, also es muss aus USA mitgebracht worden sein oder im Comicladen und auf einer Börse gekauft worden, aber sowas sieht man nicht alle Tage und Batman, ja, ist ja auch gefragt, also habe ich gedacht, nehme ich es einfach mit. Ja, das gab es, wie gesagt, für 50 Cent und ich versuche das zusammenzuhalten, aber ich schaffe es nicht, wo ich was und welches gefunden habe. Ich überlege gerade, ich habe das mitgenommen, okay, das kombiniere ich. Ich habe einen Film mit einer Hörspielkassette gefunden. Den Film zeige ich euch später, wenn ich die Filme zeige. Da habe ich dann, glaube ich, insgesamt 3 € bezahlt. 2 € für den Film und 1 € für die Hörspielkassette. Ich habe die schon, aber findet man auch selten und ist immer wieder kultig. Und zwar Tron, das Hörspiel. Richtig cool. Also sowieso ein großartiger Film, der alte, so wie dieses Remake. Und ja, da ja, habe ich dann auch mitgenommen. Ich musste sein.
Genau, und dann hat mein Bruder noch, obwohl die Actionfigur, die zeige ich euch lieber später, die Figur, weil das passt zu Games. Ja, das passt zu Games. Also kommt das etwas später. Komm erstmal Bücher. Ein paar Bücher haben wir gefunden. Das gerne, was mein Bruder gerne kauft und ich immer lese. Disney Taschenbücher, hier haben wir so ein Phantom des Sondermann Nummer 9, dem noch fehlte. Und hier ein lustige Taschenbuch Collection, Kampf der Zauberer, Saga 789, das ist so eine Fantasy-Saga, gibt auch mehrere Bände mittlerweile dazu. So ein bisschen Herr der Ringes-Kopie. Die haben ja gerne auch mit ihren Disney-Figuren dann irgendwelche Sachen kopiert, ja auch ein doofer Sticker noch drauf. Naja, was soll's. So, und ich habe aber auch noch ein Buch gefunden, das haben wir, Preisschild auch noch drauf, das würde ich auch noch abmachen. Da habe ich im Bundle nicht ganz, er wollte aber 3 Euro dafür haben. Und das ist fair, weil das, die findet man seltener, diese Bücher von 3 Fragezeichen. Das sind so ein bisschen Rätselfälle. Das Buch ist sehr gut im Zustand. Teuflisches Foul. Davon sind auch bisher keine Hörspiele erschienen. Ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Bücher mittlerweile davon gefunden oder 4. Es ist halt eine Geschichte und gleichzeitig Rätsel. So ein bisschen, ja, man muss miträtseln, sagen wir es mal so rum. Deswegen dein Fall. Ja, und ja, ich habe es für 3 Euro. Die Bücher, wie gesagt, sind mal seltener. Dann habe ich das mitgenommen. Ja, ich muss es mal lesen. Ich hab die meinen Fälle bisher immer nur angelesen und noch nicht richtig durchgelesen. Ja, weiter geht es noch mit, bevor ich zu Filmen komme, mit Soundtracks. Ich habe Soundtracks gefunden. Ich liebe ja Soundtracks davon. Ich habe eine riesen Sammlung, deswegen eigentlich brauche ich gar nicht so viel. Aber als ich dann in dieser Grabbelkiste da rumgewühlt habe und ich überlege, was ich dann noch gefunden habe, dass ich das... Ja genau, ich habe einen Film noch gefunden, jetzt sieht man bei Filmen, aber irgendwie bin ich dann hängen geblieben und habe da Soundtracks rausgegrabbelt und die wollte 50 Cent pro Soundtrack haben und dann lohnte sich daraus auch. Und ich habe ein paar seltenere mitgenommen. Und zwar mitgenommen, eigentlich ist es... Fast alles doppelt dabei. Und zwar habe ich hier Mel Gibsons Braveheart, More Music. Das ist doch der erweiterte Soundtrack-Score, die zweite CD. Die findet man wirklich sehr selten. Die haben nämlich nicht viele gekauft. Ein großartiger Soundtrack, ein großartiger Film. Auch das Cover mega. Dragonheart, wirklich genial. Die Musik ist einfach nur brillant. Das muss ich zeigen, sonst versteht man es nicht. Ja, hier hat man auch einmal Jurassic Park dabei. Immer wieder. Großartige Musik. Und dann zweimal Disneys Tarzan. Einmal hier, das ist die deutsche Version mit den deutschen Songs, wobei auch Phil Collins den Originalsong gesungen hat. Und hier habe ich die englische Fassung im Pappschuber. Auch cool. Und das Coole dabei ist, also das ist so ein Pappcase, aber das Coole, seht ihr das? Ja, mit diesem Faltbild. Einfach cool. Sowas sieht man selten. Booklet ist auch dabei, das ist hier hinten drin, also hier könnt ihr sehen, da ist das Booklet. Also vollständig, ich fand das richtig hübsch. So, weil ich die Filme da hinlegen will, mache ich die Soundtracks mal da hinlegen. Und wie gesagt, für den Preis absolut top. Ebenfalls dabei war, das ist jetzt Speed, das ist ein selbstgemachtes Cover. Aber das Interessante, und das sieht man seltener, hier ist diese Mini-Speed-Soundtrack-CD dabei. Diese kleine CD ist... Ich meine, ich habe sie auch schon in meiner Sammlung, aber man findet sie auf Flohmärkten selten. Und das war zufällig, das Ding. Das Cover hat wohl jemand selbst gemacht. Aber diese CD kam exklusiv nur mit der Videokassette damals. Die lag der Videokassette bei und dadurch ist sie recht selten, ist auch in sehr gutem Zustand. Und gerade für Sammler, Filmsammler hat man das ein echt seltenes Stück. Also es findet sich echt selten. Ja. Und dann gab es noch 2 kleine Soundtracks. Und das sind LPs, ich habe 3 Euro dafür bezahlt, ich musste sie mitnehmen, oder Maxis waren das. Und zwar, ich als erstes habe ich gefunden, Harold Faltermeyer, Axel F. aus dem Beverly Hills Cup Film, der Titelsong. Absolut cool, richtig klasse. Hier ist noch ein 2. Song drauf, Shootout, von Faltermeyer mitproduziert. Auch richtig cool. Ja, das ist einfach nur genial. Und das einzig Doofe ist, man weiß nicht, wie man sie lagern soll, aber ich habe da jetzt eine Idee gehabt und da werde ich meinen lieben Kumpel Manuel, den von Sammlerschutzhüllen, anhauen. Der hat mich mit einer anderen Sache auf eine Idee gebracht, mit seinen Steelbook-Rahmen. Da habe ich eine Idee, vielleicht macht er mir was da erstellen. Ja.
habe da eine Idee. Vielleicht so einen kleinen Rahmen erstellen sozusagen dafür. Ja, ich stelle das mal hier hin. Aber es blieb ja nicht dabei. Ich habe noch eine zweite gefunden, die auch von dem Film stammt. Von den Pointer Sisters, der Song Neutral Dance. Absolut kultiger Song. Cool. Hier sieht man sie. Und hier hinten Beverly Hills Cup. Ist das nicht ein geiles Cover? Einfach nur cool. Das kann man sich echt rahmen und so einen kleinen. Deswegen kam ich auf die Idee. Weil es gerade auch so weich ist, lagert sich das natürlich schwieriger. Aber mit dem Rahmen, die Idee, die ich habe, wird das vielleicht was. Naja, er muss mir da auf die Sprünge helfen. Auf jeden Fall. So, und wo wir jetzt bei Soundtracks waren, wechsle ich zu Filmen. Ich habe auch zwei Videokassetten mitgenommen, beziehungsweise eine Kassette und eine Hülle. Die Hülle habe ich umsonst bekommen bei dem Bundle, das ich hier bezahlt habe. Wie gesagt, 50 Cent je dazu, beziehungsweise ich habe noch ein DVD dazu genommen, die ich euch gleich zeige. Und ich habe da 6 Euro bezahlt. Das ist absolut fair für das Ganze. Ja, und dann gab es einmal eine Hülle umsonst dazu, die habe ich einfach mitgenommen. Ja, Kassette fehlt, aber die Hülle findet man auch nicht. Und wenn man sich nur ins Regal stellt, reicht die Hülle. Und zwar Batman. Ja, ist das nicht geil? Und in dem Sinne, ob nun Kassette drin ist oder nicht, aber die Hülle, die ist auch schon genial. Und die kann sich sehen lassen. Und das hier, das ist eine Videokassette in Top-Zustand. Und die ist wirklich ein Sammelstück. Kommt auch in einem Case, was so ein bisschen eine Maserung, eine Schwarz-Grau-Maserung als Hülle hat. Deswegen seht ihr hier so farbig, das kann man wahrscheinlich im Video kaum sehen. Aber es handelt sich um Der Herr der Ringe. Der Zeichentrickfilm oder der Trickfilm von 1978 in einem absoluten Top- und Traumzustand. Also nicht mal gespielt, ne, brauche ich nicht zurückspulen. Top, und das Cover ist einfach Wahnsinn. Ihr seht, ne, das ist also der Klassiker vor Peter Jackson gewesen. Der Film selbst ist anstrengend. Es ist damit auch teilweise so überzeichnete Realszenen drin und so. Ja, ich fand ihn schon sehr schwer. Er sollte mehrteilig werden. Er umfasst so ein bisschen die Gefährten und die zwei Türme, kann man sagen. Aber eine Videokassette, die man so nicht alle Tage sieht und auch richtig klasse vom Cover ist einfach. Ja, also das waren richtig coole Filme eigentlich im Endeffekt, die wir gefunden haben. Und dann ging es ja noch weiter. Da sind wir normal durchgegangen. Am Anfang vom Flohmarkt gab es gar nicht so. Da waren wir echt am wenig am Gucken. Dann später gab es ein paar Händler. Wir waren auch bei einem Händler, der DVDs und Blu-rays für so 2 bis 3 Euro durchschnittlich hatte. Abgesehen von ein paar Ausnahmen, die ich euch noch zeige. 2 Stück eigentlich im Endeffekt. Ansonsten haben wir da gebundelt und ich glaube für die Filme, wir haben 40 Euro bezahlt mit einem Spiel noch zusammen. Das lohnt sich aber auch dann wirklich. Und durchschnittlich wollte er pro DVD 2 Euro. Ich habe da für eine habe ich 3 Euro bezahlt und für ja bis auf zwei Blu-rays, die waren etwas teurer. Da zeige ich euch auch warum. Aber ansonsten für 2 Euro das Stück, die Blu-rays, die DVDs und so weiter. Deswegen ganz okay. Ja, wir haben eben halt durchgestöbert und da habe ich ein paar asiatische Filme gefunden, unter anderem von Jackie Chan. Und da haben wir dann zugelangt, beziehungsweise mein Bruder hat hier auch nochmal einen gefunden, den er gerne sehen wollte, aber ich habe nur auf DVD bisher, hatte Zoo Warriors. Das ist halt so. Manche sind etwas schwerer zu finden. Auf Blu-ray oder so, und wir haben es jetzt mehr gemacht, weil sich die Gelegenheit ergab. Upgraden kann man ja immer noch, wenn der Film einem wirklich gefällt. Ja, wie gesagt, das ist so ein Fantasy, asiatischer Fantasy-Film. Der Händler, ist richtig schön, hat die meisten seiner ganzen Filme in Schutzhüllen gepackt. Lobenswert, absolut lobenswert. Auch wenn sie mit Feuchtigkeit manchmal ein bisschen zusammenkleben, die Schutzhüllen. Aber die Filme sind etwas besser geschützt. Wie gesagt, hier haben wir aber Zoo Warriors. Dann haben wir 3 Jackie Chan Filme, wo wir aber zugeben mussten, einen haben wir doch schon gehabt. Der ist auch original sealed, nicht geeignet unter 18 Jahren. Der heißt Bloodfingers von Jackie Chan, auch ein Film aus den 70er Jahren, also richtig früh. Kenne ihn gar nicht, aber es ergab sich dann so. Hier den Film, ja, fange ich mit dem an. Den haben wir noch nicht in der Sammlung. Der Herausforderer,
hier in dieser Masterpiece Edition, wo er schon digital remastered wurde. Und ein Film, der hat einen anderen deutschen Titel, da haben wir ihn schon, irgendwas mit Der Mann mit den gebrochenen Händen, glaube ich, war das Die Rache der Todesfaust. Ja, die Jackie Chan Filme damals waren ein wenig, ne, oder ein Drunkenmaster Film von ihm, aber hatten wir so nicht, und jetzt für 2 Euro haben wir dann gesagt, komm, nehmen wir mit, waren wir sich sicher. Genauso wie diesen hier, den haben wir schon, das ist auch einer der aus der Drunkenmaster Reihe, weil wir hatten, wenn wir das uns hinten angucken, das kannten wir, aber das Cover, das sagt uns nichts, und das ist einfach mega geil. Guckt euch das Cover an. Das ist so typisch 70er, Anfang 80er Comedy. Richtig cool, richtig cool. Ja, wie gesagt, leider haben wir den Film auch schon, aber nicht in dem Cover, deswegen fiel es nicht auf. Ja. So, dann habe ich noch 2 DVDs mitgenommen, beziehungsweise ja, Steelbook-DVDs, denn ich muss sagen, viele sammeln ja jetzt 4K, Blu-rays, Steelbooks und gut, abgesehen von Mediabooks, die ja gesammelt werden, auch DVD-Steelbooks, die auch richtig hübsch sind. Und da habe ich auch manchmal schon welche in der Sammlung gehabt von DVDs, die auch richtig toll waren. Und da habe ich mir gesagt, wenn ich jetzt auf DVD günstig Steelbooks finde, die mir gefallen, nehme ich sie auch mit. So, war auch diesmal der Fall. Und hier von einem Top-Film, klar, die Filme habe ich, von den ersten 3 Filmen, Tom Cruise, Mission Impossible, die ersten 3 Teile in diesem genialen Steelbook. Ich finde das richtig toll. Richtig geiles Cover. Also hier sind die Filme drin, das sind die Standardfilme, auch von DVDs zusammengepackt in diesen Editionen. Ist mir eigentlich auch egal. Hinten sind die Informationen drauf gedruckt, aber das sieht geil aus. Es gab es für 1 Euro und da konnte ich dann nicht Nein sagen und dann habe ich auch mitgenommen. Was mich 3 Euro aber gekostet hat, aber, und da habe ich mich echt ins Steelbook sozusagen verknallt, weil es einfach nur mega ist und es ist ein Kultfilm schlechthin und da machst du nichts verkehrt, wenn du das auch 2-mal in deiner Sammlung hast. Ich habe die Blu-ray-Fassung, aber das spielt keine Rolle. Guckt euch das Cover an. Terminator 2. Steel-Edition, ne? Das Endoskelett. Absolut geil. Was für ein geiles Cover. Auch hier Schwarzenegger. Ah, nur geil. Und das mit dem Endoskelett, ich fand das so mega. Da habe ich gesagt, komm, die 3 Euro gebe ich dann auch gerne mal aus. So, das waren auf jeden Fall erstmal die DVDs und jetzt geht es weiter mit Blu-rays. Da haben wir einige gefunden. Da haben wir auch einige gefunden und wie gesagt, der Preis im Endeffekt, ich gucke jetzt gerade, die meisten haben zwischen 2 und 3 Euro gekostet. Eine ist hier jetzt dabei mit 5, naja, 3 sind etwas teurer. Na, fangen wir mal an, so wie ich bezahlt habe auch. Für knapp 3 Euro gab es einmal die Special Edition von Super, der erste James Gunn Film, der ja Guardians of the Galaxy gemacht hat. Hier in dieser richtig schönen Edition und mit so einem Comic drin. Auch richtig cool. Wie gesagt, gab es für 3 Euro. Da kannst du nicht viel verkehrt machen. Es ist eine schöne Edition. Dann hier, ich habe mitgenommen, aber das war gebundelt worden, dadurch war es auch dann weniger. Aber man wollte 3 Euro ursprünglich haben hier für die Fortsetzung von 30 Days of Night, Dark Days. Mein Bruder mochte den ersten Teil, wollte den zweiten mal gucken. Einen Film, den ich auch großartig finde, schöner Abenteuerfilm von Jack London geschrieben, Romanverfilmung. Disney hat es produziert, großartig, kann ich euch auch nur ans Herz legen. Harrison Ford, Ruf der Wildnis, ein sehr, sehr schöner Film. Bisschen dramatisch, aber auch sehr, sehr schönes Abenteuer. Epos, kann man fast schon sagen. So, dann gab es 2 Klassiker, die haben je 2,50 kosten sollen, wie gesagt, gebundelt. Was anderes, und zwar irgendwie hatten wir den nicht, glaube ich jedenfalls nicht, Blade Runner, Final Cut. Und den sieht man nicht so oft und deswegen haben wir ihn mitgenommen. L.A. Confidential, richtig toll besetzt. Kevin Spacey, auch wenn der vielleicht jetzt nicht so gefragt ist. Russell Crowe, Guy Pearce, Kim Basinger, Danny DeVito. Richtiger Krimi-Klassiker. Richtig großartig, auch die Musik von Jerry Goldsmith. Top. So, und dann kommen noch 3 Filme, die wir gefunden haben. Bei dem mit dem 3 Euro, dem, wo ich das Superbad auch hatte. Der hatte dann noch, und ich habe da auch für 3 Euro das 3-Fragezeichen-Buch mitgenommen. Der hatte neben dem 3-Fragezeichen-Buch diese Blu-ray liegen. Ich habe sie auch schon, aber für den Kurs kann ich die mitlassen, weil selbst ich habe mehr bezahlt. 3 Fragezeichen Phonophobia auf Blu-ray.
Ich sehe gerade, dass die Hülle hier eingerissen ist, die Blu-ray-Hülle, aber sowas ist verschmerzbar. Also da ist ja nichts, aber dieses Selten und drei Fragezeichen, das ist, ich habe es live erlebt, das ist absolut kultig und einfach klasse. Ja. So, jetzt sind noch zwei Blu-rays-Filme, die sind auch in Schutzhüllen, das heißt, da wurden da gekauft, wo auch die ganzen Jackie Chan waren. Ja, zwei Filme, die gar nicht so alt sind und er wollte jetzt 7 Euro das Stück haben, das ist absolut günstig, weil derzeit der eine kostet 20 Euro noch neu, der ist gerade letzte Woche rausgekommen. Und der andere kostet auch 16 Euro und ist auch nicht so lange her. Und zwar handelt es sich um die Power-Up-Edition von der Super Mario-Film. 7 Euro, Schnapper, momentan. Und ja, gerade letzte Woche rausgekommen, John Wick 4. Oder wenn ihr das hier seht, wird es wahrscheinlich vor 2 Wochen rausgekommen sein. Richtig cool. Ja, das war richtig cool. Und ihr wollt natürlich jetzt wissen, was gibt es noch zu sehen? Wir haben jetzt noch Videogames. Ja, es gab auch Videogames und tolle Sachen, die ich gefunden habe mit meinem Bruder. Und ja, da geht es jetzt weiter. Und zwar einmal eine Actionfigur da mitgenommen. Da hat er ein bisschen mehr bezahlt, deswegen darf ich auch nicht den Preis nennen. Wollte er nicht. Die ist mittlerweile, wird sie auch sehr teuer gehandelt. Ist von Square Enix rausgebracht worden. Und zwar ist es eine Xenogears-Figur. Ist aber ein Original, also keine Fälschung. Es gibt auch Fälschung davon, aber das ist ein Original. Hier hinten auch trotz japanischen Sachen. Die wird richtig teuer gehandelt. Also die geht ab 100 bis 150 Euro los. Weil sie ist nicht so häufig. Aber das hat er nicht bezahlt, aber ich soll es trotzdem nicht nennen. Muss ich mal eine Ausnahme machen. So, dann ein Spiel, da habe ich jetzt einen Fünfer bezahlt. Habe mich da jetzt überreden lassen, man wollte erst 8, aber irgendwie, wir dachten, wir haben es nicht, wir haben es doch gehabt, dann haben es aber, mein Bruder hat sich in der Liste verschrieben, glaube ich, oder wie auch immer, passiert auch, ist aber nicht schlimm. Sonic Rush für den DS. Ja, ist komplett, Handbuch dabei, Modul dabei, alles super. Ja, kann man nicht viel verkehrt machen, haben wir uns gesagt und das geht dann auch. Ja, so, dann geht's weiter. Bevor ich das gleich zeige, bei dem Bruder die Figur mein Bruder gekauft hat, hat er auch für 2 Euro ein Artbook gefunden. Es lag dann so, wir wollten gerade weggehen, habe ich das Artbook entdeckt und hat er gesagt, komm, was willst du haben? Und dann verhält er sagt, sag mir einen Preis, mein Bruder so 2 Euro, er sagt, gib her. Ja, es handelt sich um X-Blades, das Artbook. Auch richtig cool, richtig cool. Richtig schöne Artworks und Artbooks machen sich immer gut. Genau, ein Artbook. Ich habe noch ein zweites Artbook gefunden, das zeige ich euch gleich. Denn es war auch gut, dass ich da geguckt habe. Da war eine gerade noch ein bisschen verspätet am Aufbauen. Die hatte eine Tüte mit ganzen vielen Games. Da waren auch viele Wii-Spiele, aber auch viele DS-Spiele. Aber das waren wirklich so meine Tierarztpraxis und sonst was teilweise dabei. Und ich glaube, PlayStation 4 The Crew, das hatten wir. Ja, wurde aber von einem Händler später aufgekauft. Also wir haben das später gesehen, dass das alles in der Tüte war. Jedenfalls habe ich dann gegriffen, habe 4 Wii-Spiele rausgesucht, die ich finde, die etwas was wert waren. Die wollten erst 5 Euro das Stück haben. Ich sage, nee, mehr als 2 zahle ich nicht. Und dann ein Artbook. Das Artbook, was ich gefunden habe, gehört dem Super Mario Maker. Das ist auch richtig schön. Und es sieht man ja auch nicht alle Tage. Und es gibt immer welche, die sammeln. Und die Artbooks, dachte ich, ja, kann ich auch nicht liegen lassen. Und für das Artbook plus 4 Wii-Spiele habe ich dann 10 Euro bezahlt. Das ist durchschnittlich 2 Euro, das ist völlig in Ordnung. Ihr wollt wissen, um was handelt sich das? Die Spiele sind vollständig, sind auch im guten Zustand. So, ganz leichte Gebrauchsspuren, aber ist völlig in Ordnung. Und zwar habe ich einmal hier Wii Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Dann ein Spiel, was man unterschätzt, das ist eigentlich nur ein simples Geschicklichkeitsspiel, aber es wird eine ja, mangaartige Story erzählt und zwar ist das Puzzle Quest. Auch gar nicht so ein schlechter Titel. Dann auch ein Spiel, was einfach immer sich gut verkauft. Ne, das erste Need for Speed speziell für Wii, Need for Speed Nitro. Das ist jetzt wirklich ein Wii-exklusives Spiel. In dem Sinne. Und ein Spiel, was ein Geschicklichkeitsspiel ist, sieht man aber auch nicht alle, von Hudson und zwar Corinpa. Corinpa ist ein Geschicklichkeitsspiel, wo man
Kugeln durch Labyrinthe steuern muss, indem man die Wii-Fernbedienung entsprechend hält. Das ist wirklich dieses alte Brettspielsystem, wo man ein Brettspiel hatte mit den Mauern und Löchern, wo man ausweichen musste und immer halt ein bisschen die Geschicklichkeit. Das war absolut genial. Naja, und das Wii, sieht man auch nicht alle Tage, ist jetzt kein mega teurer Titel, ist auch so ein 10-Euro-Titel, aber für 2 Euro kann man es gerne mitnehmen. Ja, so, das S wird alles weniger. Die Spiele, so die neueren nach hinten. Ich fange mit älteren Spielen an. Ich gucke gerade, wie das war. Das haben wir bei einem Händler gemacht. Da habe ich, glaube ich, 15 Euro bezahlt für ein paar Filme. Was habe ich denn noch? Da habe ich da gefunden. Ja, genau, da hatte ich die beiden Filme, LA Confidential und Blade Runner mitgenommen, plus 4 Spiele. Genau, diese 4 Spiele und die beiden und habe dann 15 Euro bezahlt. Das geht eigentlich, denn er wollte eigentlich pro Spiel 5 Euro haben, abgesehen von dem einen PC-Spiel. Da wollte er 2 haben. Die Filme 2,50 und das im Endeffekt haben wir das runtergehandelt und ich habe dann für die nicht das bezahlt, was er haben wollte. Für 5 Euro sozusagen wollte er auch PlayStation 3 Spiel abgeben. Da hat mein Bruder jetzt mitgenommen Infamous. Auch vollständig. Das hatten wir noch, glaube ich, haben wir noch nicht. Dann habe ich mitgenommen, er wollte 5 erst haben, das Stück. Ich habe gesagt, mehr als 2 zahle ich nicht. Habe ich aber auch nur bezahlt, 2 Euro das Stück. 2 mal die Matrix Games. Einmal Enter the Matrix und Path of Neo. Gar kein schlechtes Spiel. Enter the Matrix habe ich so eine persönliche Geschichte, weil ich mal auf dem Event war, als das präsentiert wurde vom Verleih. Damals richtig cool, werde ich nie vergessen, war ein richtig mega toller Event. Und ja, beide Spiele fand ich wirklich unterhaltsam. Und Enter the Matrix erzählt eine Zwischengeschichte zwischen dem zweiten und dem dritten Film. Und gibt so ein paar Parallel-Szenen, die auch exklusiv für dieses Spiel gedreht wurden, und dann mit Neo und Trinity. Ja, noch dabei war dann ein PC-Spiel, das ist eigentlich ein Digital-Code-Spiel, und zwar hat es sich um Schatten des Krieges mit Leere. Das Interessante dabei war aber nicht das Spiel selbst. Das Spiel selbst kommt in einer Hülle mit Digital-Code. Ich will den Code jetzt euch nicht zeigen, deswegen halte ich das so vorsichtig. Vielleicht ist noch ein Flyer, den ich nicht. Also es ist nur so eine Karte mit Code drin gewesen. Aber das war nicht der Grund, warum ich jetzt 2 Euro dafür bezahlt habe. Noch da drin lag dieses Teil. Ich weiß nicht, ob es in dieser Edition dabei war oder GameStop oder sonst wo. Hier dieses coole Motiv auf diesem Blech-auf-Blech-Schild. Richtig cool. Und für 2 Euro nehme ich dann so ein Merchandise-Kram dann immer gerne mit. Also im Endeffekt war das alles in Ordnung. Ja, also wie gesagt, das gab es dann einfach und weiter geht's mit 2 weiteren Spielen. Was hat mein Bruder da bezahlt? Ich glaube zwischen 5 und 6 Euro das Stück. 2 Xbox 360 Titel, die man nicht so oft sieht. Ein, ja, auch Rollenspiel, Klassiker El Shaddai, Ascension of the Metatron. Und hier habe ich noch Darkstar One, Broken Alliance, Full HD. Von einem deutschen Studio. Mein Bruder wollte das ganz gerne mal spielen und das ist so ein Science-Fiction-Spiel, so ein bisschen Wing Commander-Style, meinte er. Ja, kann man auch nichts gegen sagen. So, es nähert sich dem Ende und zwar haben wir dann noch 2 PlayStation 4 Spiele. Bei dem einen hat mein Bruder 5 bezahlt. Die Höhle ist kaputt, die muss noch ausgetauscht werden. Und zwar ist es Chronos Before the Ashes. Da ist sind die Nipsel rausgebrochen, wo die CD drin liegt. Und das, ich habe nur die Promo davon nicht, das tolle Spiel. Irgendwie ist das immer wieder liegen geblieben, aber The Evil Within 2. Für einen 10er. Das sollte 10 kosten. War im Bundle mit den ganzen Jackie Chan-Filmen dann drin. Das war das Game, was ich erwähnt habe. Ja. Gut, und jetzt sind wir fast am Ende angelangt, Leute. Das war schon. Ja, das ist beachtlich, ne? Richtig viel cooles Zeug. Noch cool ist eigentlich dieses Teil hier, was mein Bruder gefunden hat, ist ein Spiel für die PlayStation 5. Er hat 20 Euro bezahlt, ist kompliziert, ist noch neu, ist die Special Edition, die Rangans Edition von Sifu. Wie gesagt, wer es nicht die zielt,
Das geht, kostet da hier zwischen 15 und 60 Euro noch aktuell, dann hat jetzt 20 bezahlt. Also da kann man dann auch nichts gegen sagen. So, und jetzt kann man nichts mehr sagen, weil ich nichts mehr habe. Das war's. Die Pickups des Flohmarkts von heute. Wie viele Flohmärkte noch kommen, kann ich nicht sagen, denn die Jahreszeit hier im Norden nähert sich dem Flohmarktendezeit. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es wenige Flohmärkte bis März. Ist leider so. Muss ich ganz ehrlich sagen, viel mehr gibt es nichts. Dann zu sehen, es ist einfach schwierig, da irgendwo was zu bringen. Oder mit Flohmarkt-Stuff was zu machen, wenn nichts ist. Also die Flohmärkte finden wir uns wirklich im März, April nächsten Jahres, im nächsten Jahr ist wieder an. Und ja, bis dahin muss ich dann über eBay Kleinanzeigen und sonst was bringen. Aber egal, ich habe genug Pickups. Ihr werdet nicht ohne Stuff sein, was ich euch zeigen kann. Denn Sonntag wird immer ein Pickup-Tag sein. Es sei denn, ich habe was anderes Cooles, wie eine Veranstaltung, wie eine Retro-Börse, Polaris oder sonst was zu zeigen. Genau. So, und das soll es jetzt gewesen sein. Ne? Macht's gut, Leute. Hinterlasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Da freue ich mich am meisten drüber. Sprecht mit mir, was sind eure Highlights hier? Was ist das Besondere? Ich meine, es ist so viel geiles Zeug dabei. Und wie steht ihr zu DVDs, die Büchern? Will ich auch mal wissen. Schreibt es rein. Ne? Und ansonsten, wir sehen, hören uns. Wir sehen uns das nächste Mal hoffentlich wieder. Ne? Also, haut rein, Leute.